Okay. Goodie, goodie, goodie. Dann werden wir uns hier mal ein bisschen umsehen. Muss man hier aus dem Scheinwerferlicht treten. Oh, okay, alles klar. Hier brauchen wir eine Gasmaske. Was ist denn das da vorne schon wieder? Das ist doch wieder der Typ. Ist doch wieder der Typ. Oh, was ist denn da hier? Hallo? Nygaard just wanted his job back. If you had done yours, perhaps he wouldn't have thrown such a tantrum. Because that's all it is. The whiny tantrum of a man unable to control himself. Yes, control is the name of the game. You figure out how it's played. Ja, hat er leider nicht unrecht, ne? Und ich denke, wir hätten viel verhindern können. Ich will mal ganz kurz hier vorne nochmal schauen, ob wir hier irgendetwas übersehen haben. Was ist denn da los? Na, das sieht aber nicht so aus. Okay, alles klar. Hätte ja sein können, dass hier irgendwie links oder rechts noch was liegt. Wir wollen ja nichts übersehen hier. Hey, guys. Fertigungsaufsichtsraum. Aha. Okay, was wird denn hier gefertigt? Was macht ihr da? Was ist das? Okay, schauen wir mal. Eine Batterie, noch eine Batterie. Und was zu lesen. An alle Mitarbeiter, während der Renovierungsarbeiten an unserem brandneuen Verteilerzentrum, weiterlaufen, sind wir noch immer dabei, Maschinen und Ausrüstung aus dem Steinbruch zu bergen und einen neuen Zweck zuzuführen. Versuchen Sie nicht, die Geräte ohne vorherige Autorisierung einzusetzen, da dies zur Verletzung oder sogar zum Tod führen kann. Fragen Sie nach, bevor Sie etwas benutzen, dem Sie nicht vertraut sind. Sill. Sill. So. Experimentelle Köderpille. Aha. Listet Inhaltsstoffe. Unaussprechlich. Gesicherter Behälter im Schutzraum im ersten Stock. Okay. Tryptizubin, Pilzextrakt. Ricordea. Kühlhaus. Und das dritte Ricus befindet sich im dritten Stock. Mr. Hill fragen. Flüssigkomponentenröhrchen muss in die entsprechenden Öffnungen des Fabrikators gesteckt werden. Zusammen mit dem Behälter ganz unten. Pillenbehälter sind im Lager zu finden. Okay, bitte sämtliche Sicherheits- und Hygienevorschriften beachten. Das ist die große Maschine im Raum nebenan. Cool. Die? Oder was? So, hier finden wir noch was zum Naschen. Und ja, okay, alles klar. Wir sind hier. Fertigungshalle, Kühllager. Nee. Was war das? Tatsächlich. Wenn wir mal kurz hier einen Blick in den Spiegel scherpschen dürfen. Spiegelscherbschen, sehr schön. In die Spiegelscherbe. Was? 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 Moment mal, sah das nicht anders aus? Okay. So, dann flanken wir uns hier erstmal durch. It's off. I should look for wires. Alles klar. Schön ist halt immer hier unten, werden uns durch die Scherben immer dezente Tipp gegeben, dass wir in den Spiegel schauen sollen. Okay, gut. Das machen wir mal auf und ich glaube, wir brauchen hier nur den 1V-Chip, um da reinzukommen. Ich plug a chip in there. Ding hier. Fits perfectly. Fits perfectly. Kühllager. Oh, Moment. Im Kühllager brauchte mir noch einen. So, die muss man natürlich erstmal schnell mal wegballern.
Schieß in den dunklen Nebel, Mann! Das hat gut funktioniert, die Frage. Ist nur, wie wir da hinkommen, das hat sich jetzt auch erledigt. Okay, alles klar. So, schnell aufgeschraubt. Das ist so ein bisschen doof, dass man wirklich jede Ecke aufschrauben muss. Das ist so. Das kann man auch eh mal benutzen und sagen. Success. Success. Ne? Eine Schraube reicht doch. Ist doch stellvertretend für alles. So, was haben wir hier? Patronen. So, wir laden mal da gleich nach. Oh, okay. Oh, ist aber alles voll hier mit dem Zeug. Oh. Und das hat mich gerade etwas Leben, glaube ich, gekostet. Hallo! Ist hier leider was kaputt gegangen. So, was haben wir da? Truptizubin, Pilzextrakt, Ricordea. Ampulle mit leuchtend blauer Flüssigkeit, das ist schön. Truptizubin, Pilzextrakt, Ricordea, Formel und so weiter. Schmelzpunkt, ja, okay. Psychoaktiver Hauptinhaltsstoff des Truptizubin-Pilzes. Potenz hoch. Hat eine sedativ-hypnotische, beruhigende und halluzinogene, psychoaktive Wirkung. Erosion und Wirkkraftverlust bei leichter Hitze. Stets gefroren halten. Ah, okay. Oh! Der Arsch. Der Arsch. Ständig, wie ist denn das? Halluziniere ich den Typen bloß? Weil ich ständig hier mit diesem bunten Zeug zu tun habe? Dieser leuchtend bunten Flüssigkeit. So, kann ich hier irgendwie hoch? Was bringt mir das? Mal Scherbe fragen. Ah, ist hier was? Nichts. Schade. Schade eigentlich. So. So, okay. Achso, die sind offen. Da kann ich auch endlich die Chips wieder rausnehmen. Nicht, dass ich die vergesse. Die sind anscheinend noch so elementar wichtig, irgendwie, dass wir die ein bisschen mitschleifen müssen. So, was haben wir da? Was ist da los? Achso. So, und einmal bitte reloaden. In der Plempe drin macht. Ja. Ja, das war jetzt nicht so clever. Aber gut. Ein Mann in Panik ist ein Mann in Panik. Scheiße. Okay, es ist auch gigantisch groß, der Mist hier, ey. Oh. Das ist mal eine krasse Sprengwirkung hier, das Zeug. Okay, was finden wir? Ah, ein leeres Pillenglas. Auf dem Etikett steht experimentell. So. Experimentelles leeres Glas. Meyer Holdings. Bestimmungsort, Meyer Vertrieb. Oh. Na, das ist ja nicht so gut. Das ist ja nicht so gut. Das ist ja nicht so zu lachen. Ah, der lebt immer noch, wa? Meine Fresse. Shit. Da ist jetzt gut. Mann. I hope I don't have to pay for this later. Ah, ich darf nicht so viel mit der Schrotmunition rumasen. Shit. So. Okay, sack ich mal erstmal den Rest hier ein. Okay. Also Bestimmungsort Meyer Pharma, Meyer Vertrieb, 10 Quarry Lane, Milton Haven. Nicht schon wieder. Artikelmenge, Pillendose, Plastik, 1000 und so weiter, Aufkleber, Rolle 5, Rolle 9, Reinigungsmittel 10, Bemerkung, Bleiche, Mops, Reinigungstücher. Ja, ich glaube, das ist jetzt, ne. Bevollmächtigter Asher, 15.02.97. Aha, gut. Jetzt glaube ich nicht so elementar wichtig, der Zettel.
So, da haben wir noch was. Hier hinlocken können. Naja. Hinterher ist man ja bekanntlich immer schlauer. Bitte? Oh yeah. So, okay, wie komme ich an dich ran? Ah, okay. So, die vier Ecken müssen ja bekanntlich hier mal Schrauben drin stecken. Okay. Dunkelheit. Mit Kopfschuss. Ob das beabsichtigt ist? Oder sehe nur ich das? Alter, hier ist ja überall Darkness. Wieso nennt ihr bloß Darkness? Der Nebel. Nimm ihn den Nebel. Wo soll ich denn hingehen? Am besten, wo noch mehr Nebel ist. Oh, it's cold in here. Yeah, it's cold. Klack. Zwump. Okay, hier heißt es nochmal in die Scherben schauen. Hier. Gott. Da waren noch Schritte. Ich habe doch gerade eben Schritte gehört. Behind you. What? So, okay. Und was brauche ich hierfür? Sag mir jetzt bitte hier nicht so. Flump. Okay, das Ding ist offen. Wo willst du jetzt zahlen? Ach du Scheiße. Erster Stock Fertigungsanlage. Gehen wir erstmal kurz mal hier. Hier ist. Was? Ja, doch. Genau. Ja, was meint ihr? Soll ich erstmal das Zeug alles stehen lassen? Oder soll ich es wegschießen irgendwie? Also, scheinbar kommen ja immer wieder irgendwelche Angriffe. It's blocked from the other side. It's blocked from the other side. Und ja, wenn ich die jetzt wegschieße, ja, bin ich Nese. Was würdet ihr tun? Schreibt es mir mal in die Kommentare, ihr Lieben. Super gesprungen. Es ist einfach toll gesprungen gerade. So, ist die große Fertigungshalle. Und Hallihallöchen, Alter. Fuck, ist das halt groß. Es ist alles zu groß. So. Also langsam machen wir wieder ein paar Lens-Flares hier. Then because it's... Oh. Da. Dort.
tatsächlich würde Koherne mal diesen 3V-Chip haben. I could plug a chip in there. Success. Ich denke, der wird zum Beispiel ohne... Nee, doch, er hat Strom. There's room for a small object. It fits. Das passt. Einfach so ein kleines Pillenglas irgendwo reingestellt. Das passt. Super. Machen wir hier jetzt noch hoch. Ja, 1000 Räder hier. Upp. Okay. Okay. There's a small slot for a vial here. Okay. Ja, okay, wir müssen erst die anderen Proben finden. Glaube ich, und dann können wir erst alles zusammenmischen. Gut, also schauen wir uns doch mal ein bisschen weiter um. MacReady. Führ deinen verdammten Köderpillen-Experimente nicht immer so dicht neben unseren durch. Einer deiner Pillen ist in unsere Chemikalienlieferung gelangt und hat beinahe einen Lieferwagen in die Luft gejagt. Die Vermischung unserer Chemikalien mit deinen Pillen ergibt eine tickende Zeitbombe. Nadri. Okay. Okay. Hm. Ja gut. Dann schauen wir uns mal weiter hier vorne um. Verpackung. It's blocked from the other side. Ah, it's blocked from the other side. So, hier sind wir nochmal hergeguckt gekommen. Schwups, die Wups. Oh, was ist denn da? What is this? Komm ich da? Wahrscheinlich. Hier sind aber auch immer... Und das meinte ich halt so mit diesen Verstecken, ne? Irgendwie, also... Oh. Oh. Pretty good. Pretty good. Ein paar davon findet man halt irgendwie durch Zufall, weil sie halt sehr offensichtlich und auf dem Weg liegen. Und manche sind halt so tricky versteckt. Ja, das... Ja, also ich mach mir da echt keine vor... Also mach mir da nicht vor, ich werde nicht alle finden irgendwie. Nubi. What? Bitte? Die Mucke. Mann. Ich glaube, wir können so einen Trinksperr draus machen. Wir können so ein Trinksperr draus machen, oder ihr könnt ein Trinksperr draus machen. Jedes Mal gesagt, diese geile Mucke, weil ich feiere diese halt wirklich. Trinkt ihr einen? Noch einer. Hätte ich mal von den Feinden, der gerade Feinde gehört? Okay. Zweifel, aber ich muss daran glauben. So, ein Blick hier kurz auf die Karte. Wir sind im zweiten Stock Forschung und Entwicklung, Büro von Mr. Hill. Ah, schau mal an. Wartebereich, Archive, Labor. Labor, Labor, Labor. Oh, okay. Eine Leitung. Und... Büro von Mr. Hill. Minus Steinbruch. Mitarbeiterinformation. Name Max Nygaard. Adresse 10 Main Street. Apartment papapa. Milton Haven. Ja, Telefonnummer. Witzig. Könnte man jetzt mal aus Spaß mal anrufen. Mach das mal. Mach das jetzt mal. Ich ruf mal diese Telefonnummer an. Mal gucken, ob das einfach nur so eine x-beliebige Zahl ist. Hat bestimmt noch niemand gemacht. Wenn das überhaupt ne. Das ist das überhaupt. Tatsächlich wird das ja nicht sein. Aber wir probieren es mal.
We tried. Habt ihr euch schwindelt? Ist nicht seine Nummer. Sozialversicherungsnummer XXXX 4044. Schlecht männlich. Geburtsdatum. Okay, 20.07.52. Familienstand verheiratet. Notfallinformationen. Okay. Kontaktperson in Notfällen Alice Nygaard. Beziehung Ehefrau. Adresse identisch mit oben. Privat, geschäftlich, Angehörige 2, Frau und Kind, Gruppenversicherung, keine Angaben, Gewerkschaftsinformation, keine Angaben. Alles klar. Oh, ein Safe, das ist Safe. Was Max angeht, damit ich das richtig verstehe. Sie haben ohne sorgfältigen Background-Check einen Fahrer eingestellt, der einen unserer Lieferwagen mit wichtiger Fracht zu Schrott gefahren hat und dann auch seine rechtmäßige Kündigung mit seinem eigenen Truck in den Steinbruch gerast kommt und seinen Job zurückverlangt. Das nenne ich Versagen auf ganzer Linie. Ist Ihnen klar, dass Ihre schlechte Entscheidung die gesamte Anlage in Gefahr gebracht hat? Er hat Gary aus der Elected den Kiefer gebrochen, nur weil ihr im Weg stand. Max Nygaard ist nicht das Salz der Erde, er ist Dreck. Es fällt mir schwer zu glauben, dass irgendjemand in dieser großen weiten Welt diesen Geistesgestörten mag. Aber das spielt keine Rolle. Kümmern Sie sich um ihn. Oha. Viel zu lesen hier. Mr. Hill, aufgrund der empfindlichen Natur des müssen Sie es in Ihrem neuen persönlichen Safe aufbewahren, bis jemand aus dem Nebenforschungsteam es abholen kann. Der Standardcode des Safes ist wunderbar. Legen Sie unter keinen Umständen etwas an den Safe, um vorne die Kombination zu ändern. Danke, Bird. Say the Bird. Bird. Bird is the word. Ja, toll. Okay, hier haben wir was drin, was wir definitiv brauchen. Schabum, Alter. Aber wie kommen wir da ran? Where is the combination? Sind die irgendwo? Ist die on the wall? Hier. Oder ich frage noch, ist. The answer was always there. Written on the wall. The answer is written on the wall. Okay, es ist die 8136. Na, das war ganz gut. Acht. Eins. Drei. Sechs. Es leuchtet grün. Triptizubin, Pilzextrakt, Ricus. Nehmen wir. Triptizubin, Pilzextrakt, Ricus. Formel. Schmelzpunkt, alles klar, anhydrisch, Monohydrat, Potenzmittel. Schön, Potenzmittel. Natürlich vollkommene psychoaktive chemische Verbindung des Triptizubinpilzes. Starkes Neurotoxin, nicht selektiver Glutamatrezeptor-Antagonist. Na klar. Zur optimalen Extraktion der Verbindung trocken und bei Raumtemperatur lagern. Hat das jetzt einer von euch verstanden? CIB, Vereinigte Staaten von Amerika. Agent Bird, Ihr Bericht über den Zwischenfall ist höchst besorgniserregend. Dass das Transportschiff unter Ihrer Aufsicht konnte, lässt uns an Ihrer Eignung für die operativen Dienste zweifeln. Ob nach 30-jähriger Inaktivität erfolgreich wiederbelebt werden kann, hängt von Ihren Fähigkeiten ab, sich in Zurückhaltung zu üben. Darum wurde Milton Haven als auserkoren. Die von Ihnen unternommenen Schadensbegrenzungen räumt unsere Bedenken nicht aus dem Weg. Es muss nur ein einziger Wichtigtour mit Kamera und schon verbrennen wir uns die Finger. Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor die Auswirkung aufzeigt. Wir haben eine Deckgeschichte vorbereitet, die uns jedoch nur begrenzt Zeit verschafft, bevor die hiesigen Medien anfangen, zu viele Fragen zu stellen. Sofern Sie nicht die nächsten 5 Jahre in einer unserer gesicherten Anlagen verbringen möchten, empfehlen wir Ihnen, Ergebnisse zu liefern. Bald. Ist dieser Typ, den wir sehen, im gelben Anzug, ist das Mr. Bird? Ist das Agent Bird? The Word? Oder was meint ihr? Ist das Mr. Bird? Ist das Agent Bird? I can't carry that much ammo.
Habe ich schon nachgeladen? Ich lade mal nach. Fröhnchen. Achso, nee, ist ja. Batterie. Ist ja eine Batterie. Okay. Ist mal nichts. Okay, da hinten ist noch ein Sicherungskasten. Mal gucken. Oh, warte mal da. Was macht der denn an? Eins. Zwei. Ja, ich brauche auf jeden Fall den 3V-Chip irgendwie. Ansonsten. Bin ich im Arsch. Ansonsten geht's hier nicht weiter, glaube ich. Ist jetzt 2V-Chip drin. Ansonsten, warte mal hier. Oh doch, hier können wir rein. Okay, hier können wir noch ein paar Arbeitsplätze checken. So chilliger Ambient-Musik. Oh, krasser Rechner. Naja, 97, ne? Schlüsselkarte. Oh, eine Schlüsselkarte mit dem Namen Rosemary drauf. For what? Dein Forschungsvorschlag ist äußerst faszinierend, Rosemary. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, elektromagnetische Strahlung via Funk in unsere Forschung zu integrieren. Falls du wirklich vorhast, das den höheren Tieren zu präsentieren, hast du meinen Segen, Seth. Okay. Ja, Rosemary hat's gerissen, Freunde. Das nächste hier von den Arbeitsplätzen plündern. Der dritte Stock ist für alle ohne Level 5 Freigabe gesperrt. Wer ohne entsprechende Legitimation im dritten Stock erwischt wird, erhält die sofortige Kündigung. Liste der Personen mit Zugangsberechtigung für diese Etage. Mr. Bird, Verbindungsmann. Mr. S. Hill, ich. Rosemary James, Dennis Nurtry, Seth Brundell, Jay McGreedy, Sophia Della Torre. Komischer Name. Liste der Personen ohne Zugangsberechtigung für diese Etage. Fahrer, Gary, Bob, jeder sonst. Es sei denn, ich bin hier. Okay. Kann man auch so sagen. Gut. Schibidip. Hier ist noch was zu finden. Ein paar Patronen, die wir uns einpacken. Essen ist... voll. Eine Menge zu lesen hier wirklich. Eine der Wissenschaftlerinnen, Rosemary James, hat einen interessanten Vorschlag bezüglich ergänzender Forschungsarbeiten präsentiert und darum gebeten, am Punktum am Elysium State Park eine Forschungsstation einrichten zu dürfen. Ich würde sie normalerweise nicht mit einer solchen Anfrage behelligen, aber unser mangelnder Fortschritt hier werden langsam besorgniserregend. Ich habe mir das Gelände angesehen. Eigentlich ist es Regierungseigentum. Aber schon seit Jahren hat niemand es mehr betreten. Bitte um beschleunigte Freigabe William Byrd. Verbindungsmann. CIB, Vereinigte Staaten von Amerika. Okay, es ist halt... Man sieht massiv... Der Staat oder irgendwelche Organe dessen haben hier die Finger im Spiel. Und ziehen die Fäden im Hintergrund. Wer das jetzt aber allerdings genau ist, also wer auch Mr. Hill ist. Oder Mr. Bird. It's a key card reader. It looks new. Achso, ja. Ja, stimmt. Ja, warte mal, hier waren ja die ganzen Knotenpunkte zugehend, ne? Das sind drei, also wir brauchen definitiv den Chip. We need the chip. Und den versuchen wir jetzt irgendwie mal zu holen. Und wir müssen da irgendwie wieder hinkommen. Allerdings haben wir auch schon die zweite Ingredienz hier, die wir jetzt einfügen können. Da ist der Hangar. Naja, es tut mir leid, Leute, aber ich muss tatsächlich mir mal hier wirklich ein bisschen Platz verschaffen. Okay. Na, wir werden ja nie rangekommen an das Ding.
So, aufgeschossen das Ding. Schraubenzieher. 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 Ich beschwerte mich schon über das 5 Ecken abmachen. So. Jetzt machen wir die 2. Ah. Okay. Okay, okay, hier kommen wir erstmal. It's blocked from the other side. Kommen wir gar nicht rein. Oh, it's locked. Kommen wir auch nicht rein. Gut, hier vorne kommen wir zwar rein. Aber ich will mal ganz kurz hier nochmal schauen. Ja, hier war der Fahrstuhl. Ja, Käse. So ein Schieß. So, verrät uns vielleicht einen Blick auf die Karte. What we can do. Tja, naja, dann machen wir das mal hier. Aber ich glaube, ich würde mal... Ja, natürlich reicht das nicht. Natürlich muss es der 2V-Chip sein. Schlüssel. Schlüssel ist weg. Mann! Alter! Der Typ ist so scheiß uncool.